bei den, wie zu lesen war, roughen Conditions, so hat man sie erwartet, in Amerika nicht gekommen ist, dann muss man sagen, geht es hier schon ein bisschen auch um eine Pole Position für die Weltmeisterschaft in Moskau, was die Medaillenränge angeht. Ein Ashton Eaton wird schwer zu packen sein in einigermaßen Normalform. Trey Hardy hat noch nicht so oft Punkte gemacht, die für Athleten, die hier am Start sind, außer Reichweite sind. Und Leonel Suarez kämpft schon, der Kubaner, mit größeren Verletzungsschwierigkeiten seit geraumer Zeit. Darum kann man davon ausgehen, dass wer an diesem Wochenende in Götzis triumphieren kann, ein ganz ernsthafter Medaillenanwärter bei den Titelkämpfen im August in Moskau sein wird. Und wir haben ja einige Läufer und Athleten hier am Start, die schon 8500 und in dem Bereich geschafft haben. Das Feld der Favoriten extrem groß, angeführt vom deutschen Pascal Beerenbruch, von der Bestleistung her schon einmal den Topwert mit 8558 Punkten aufgestellt, eben bei seinem EM-Titel 2012 in Helsinki. Dann der schon sehr stabile Niederländer Elko Sint-Nikolaas, der war heuer auch Hallen-Europameister. Damien Warner aus Kanada, sehr, sehr schneller Mann, heuer schon 10:34 gelaufen, dann auch im letzten von insgesamt 5 Läufen über die 100 Meter zu sehen. Neben Dominik Disselberger, dann haben wir Kevin Meyer, der Shootingstar aus Frankreich, ganz jung, 21 Jahre, so ein schlachsiger Bursch, auch sehr schnell, auch einer, der ja, 8400 schon gemacht hat. Wer in Russland Meister wird, muss ohnehin was können, gilt für Sergei Sviridow. Rico Freimuth mit genetischer Vorbelastung. Der Papa hat schon fast 8800 Punkte als DDR-Athlet 1 gemacht. Der Onkel war Bronzemedaillengewinner im Hochsprung. Also das sind viele talentierte Leute. Ein Jan-Felix Knobel muss man mit dabei haben. Eduard Mikan aus Weißrussland. Man darf gespannt sein, was bei Norman Müller wieder geht. Und natürlich Dominik Disselberger und die Jagd nach seinen 8000 Punkten. Es gibt viele interessante Anknüpfungspunkte bei diesen Zehnkämpfen. So, das Starterfeld für Lauf 1, Peter Braun aus den Niederlanden. 20 Jahre jung und damit ex aequo mit Gunnar Nixon, dem amerikanischen Juniormeister hier, der Jüngste im Feld, der Debütant. Auf Bahn 3 neben ihm Gael Guerin aus Frankreich. Überhaupt französische Phalanx, gleich neben ihm Florian Geoffroy. Sie sehen, das sind PB für persönliche Bestleistung 11:09. Hier wird natürlich gereiht, die Längsämmeren im Feld der Zehnkämpfer, die kommen im ersten Lauf. Dann haben wir Kevin Meyer. 8415 Punkte hat er schon gemacht, auch erst 21 Jahre jung. Das ist eben nichts für einen Mehrkämpfer, da fehlt die Anzahl an Wettkämpfen, an jahrelanger Erfahrung, um hier schon ganz vorne mitmischen zu können. Aber wer weiß, vielleicht sein Exploit. Neben den drei Franzosen außen, Nikolai Schubjanok aus Weißrussland. Auch er, wie Geoffroy und Braun, erstmals in Götzis am Start. Ja, und auch hier Blick auf die Fahnen im Stadion. Es dürfte wieder so leichter Rückenwind sein. Hat sich nichts geändert. Guter Start für die Zehnkämpfer. Um und auf, so gilt fast schon wie in der Formel 1. Aus den Startblöcken muss man ordentlich herauskommen. So, noch keiner der Anwesenden hier unter 11 Sekunden gelaufen. Guerin auf Bahn 3, der zweite von rechts, 11:05, als bester vom Hausrekord her im hellblauen Trikot. Oh, ist auch Meyer ganz gut weggekommen. Alles ziemlich eben auf. Nur Braun verliert ein wenig. Und dann setzt sich Geoffroy, der Franzose, in 11:16 durch. Ja, damit doch 0,1 Meter pro Sekunde gegen Wind. Also das ist praktisch windstill nicht zu spüren. So, in dem Bereich sind ja, alle einigermaßen durchgekommen. Das sind durch die Bank Zehnkämpfer, die nicht von ihren großen Sprintleistungen leben, sondern vielleicht eher von technischen Qualitäten. Meyer hier auf Platz 2, dann Guerin, also
Platz 1, 2 und 3 an die Franzosen. Innen war es Peter Braun an der vierten Stelle und Nikolai Schubianok, der Weißrusse. Der fünfte hier. 11:16 offiziell die Siegerzeit für Geoffroy. Kevin Mayer 11:26. Ja, sehr interessant, die unterschiedlichen Laufstile. Innen Peter Braun sehr früh, sehr koordiniert, kein Zappler mit dem Oberkörper. Kraftvoller der Stil bei Guerin und am schnellsten durch sein Landsmann Geoffroy. Florian Geoffroy, 8.118 Punkte schon für ihn zu Buche stehen. Ja, 11:18 waren es bei seinem besten Zehnkampf. Da ist er 200stel schneller gewesen, also guter Start. Und Kevin Mayer mit 11:26. Ja, da war 11:19 bei seinem besten Zehnkampf geschafft. Also das ist ganz gut im Bereich, da verliert man nicht wesentlich an Punkten. Das sind ein paar wenige Zähler. Das hat schon ganz gut funktioniert.